Willkommen liebe Leute, zurück zu Let's Play Pikmin 5. Im letzten Part haben wir ein bisschen was Organisatorisches gemacht, hier einfach in der Base. Und nun geht es weiter mit der Expedition ins Abenteuer. Und wir tun jetzt aufpassen direkt, würde ich sagen. Und wir bleiben bei so einem Ding anhöhen. Und wir haben noch einiges vor uns, weil es nach wie vor das erste Gebiet ist von Profilen, wo es hingeht. Also, eine lange, lange Reise haben wir noch vor uns, die jetzt hier heute weitergeht. So, das kennen wir schon alles. 30% Fortschritt ist das auch noch nicht so viel, aber es wird langsam, aber sicher wird das Ganze was. Was ich mir gefragt haben, ja, ich bin tatsächlich nur so das Hauptspiel, das Main-Spiel und alles extra. Und so weiter war ich nicht, ich will auch kein 100-Set-Display, sondern ich bin einfach das, was ich für relevant empfinde, so. Genau. So. Gut, hier sind wir mal wieder. David, bitte kommen. Ozzy mag es nicht, nass zu werden, doch es hat mit ihm schon länger in der Badewanne der Seefahrer geübt. Ja, okay. Gestern Abend war er endlich so weit, er ist geschwommen. Ah. Jetzt, da er sich an das Wasser gewöhnt hat, kann er Gewässer ganz einfach durchs Hundepaddeln durchqueren. Oh, das ist süß. Sag es dann mit Pikmin auf Ortsins Rücken und dann könnt ihr gemeinsam neue Gelände erkunden. Ja, cool. Das ist halt ungefähr so 3 Tage zu spät, aber ist bis wärmisch nicht besser jetzt als nie, ne? So, jetzt wollen wir mal ein paar Pikmin rufen. Ich habe immer leider noch kaum gelbe. Ästen Problem ist. Ja, dann machen wir es mal damit voll. So, und die ersten paar können zum mal hier wieder einmal das hier. Dann machen wir mal ein paar mehr dran, weil das ist ein bisschen eine komplexere Aufgabe. So, und der Rest kommt einfach wieder hierher. Perfekt. So, wie man es doch gleich aus mit dem Swim? Ja, Tatsache. So. Nein. Okay, ich weiß nicht, wie man die Dinger tatsächlich auch nur ansatzweise irgendwo hin transportieren soll. Den Pikmin wieder instant verrecken. Ich hab keine Ahnung. Ja, wenn ich sie da hinwerf. Gehen da zu uns Wasser und verrecken, wenn man sie halt nicht wiederholt. So, das hätte mir aber selbst erst einiges gespart mit den anderen Pikmin. Die leider ihr Leben lassen mussten dafür. Das war ein bisschen sehr uncool, aber immerhin, jetzt kann Ozzy schwimmen. So muss das. Das ist einfach auch mal das Main Topic. Das ist mal den Part ausprobieren. So, weil wir können jetzt nämlich beispielsweise hier hingehen und was auch immer das hier ist. Zu all ins Wasser, um zu sterben. Nein, kommt doch her. Oh, jetzt wieder alle. Gut. Ich kann da auch nicht so hoch, schade. Ich hab gehofft, dass man deswegen hier hoch kann. Aber ich kann die Super Pikmin hinwerfen. Aha. Und der Rest mal wieder zu mir kommen. Perfekt. Ach, die können da dann über das Ding. Das ist sehr, sehr sillig. So. Etwas blockierten Weg der Pikmin. Das haben wir einfach mal hin, wo die alle hin sind. So. Hey, kommt doch her. Danke.
Ja, aber jetzt habe ich doch 30 von 30, ich bin ein bisschen verwirrt. Blockiert doch eigentlich gar nichts den Weg gerade, oder? Oder sind die noch woanders? Ach, was ist was. So, ich weiß halt auch gar nicht mal, was es hier noch großartig für zu tun gibt, ehrlich gesagt. Muss ich auch mal gleich erstmal herausfinden. Und wo es hier denn noch was zu tun gibt, weil hier waren wir ja irgendwie auch so, ne? Ja, mit zuerst 50%, aber es ist ja wurscht. Ich glaube, das ist eine Sache, die uns auf jeden Fall in diesem Part noch so unser eigenen Nutzen machen können. Waren wir nicht schon so weit, dass das Ding eigentlich unten war? Das wären schon so weit gewesen, aber okay. Maybe not, vielleicht ist er halt auch noch nichts. Ah ne, ist auch noch so ein Teil, was auch noch nichts unten ist. Okay, gibt's doch noch mehr Sekunden, die Frage ist halt nur, wie man hinkommt. So, richtig, hier war das mit dem blöden Zaun. Hatten wir nichts, dass da eigentlich nichts passiert? Willst du es nicht ausprobieren? Aber ich glaube, das war doch nur für mich, oder? Sache, bei mir passiert da nämlich mal nichts. Aber ich glaube, das hat nur bei mir so und nicht bei allen. Deswegen will ich jetzt nicht viele anderen auch noch ausprobieren, so weil einer bei der Massenmord ist, wäre sehr unschön. So, es geht jetzt mal bewusst hier lang. Jawoll. Dann sind wir nämlich hier auf eine sehr interessante Seite kommen und oh, was ist das? Gelbe Pikmin. Ah! Natürlich kommen die da dran. Ich sehe es, wie die da super duper dran kommen. Hä? Digga, jetzt reiht das gelbe Pikmin mal, das will, dass das zu mir kommt. Danke. Nach 10.000 Jahren. So. Jetzt hat. Also, jetzt haben wir doch mal was, das wir Pikmin da veranstalten. Ich bin sehr gespannt. Aber es sieht mal mir sehr gut aus, das Wort neue Pikmin. Leider müssen das leider zwei knästen, weil ich nicht mehr geholt habe. Sag bloß, die beiden reißen nicht. Doch, dann Maul. Ich hole euch noch mehr Pikmin. Hat das Ding gerade ein Pikmin gefressen? Hat das Ding gerade zwei Pikmin gefressen? Das ist ein bisschen sehr belastend. So. Oh, es hat mehr als zwei gegessen. Scheiße. Hä? Er hat wirklich so viel Pikmin verloren. Fünf Stück braucht sie ja auch, scheiße, muss ich überhaupt hab. Gut, gehen wir erstmal zurück. Dann muss ich jetzt noch mehr Pikmin suchen. So, ein Müll. Und ich hab 30 Mobs gegangen, weil es irgendwie noch 27 da sind. Okay, es ist gerade Mittag, das ist gut, also sie haben noch gut Zeit. Dann musste es. Na gut, da sind die anderen. Ich will nie in der Base. So. Stopp, ich brauche mehr.
Das braucht alle von euch gelben Pikmin. Die ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ja, ihr seid fleißig, perfekt. Ich finde es süß, wie die anderen einfach dann fleißig das ganze Zeug zurücktragen, wenn man selbst so anderen Stuff macht. Hier könnte ich zum Beispiel ganz brav das zurücktragen, ne? Mal auch nochmal 2-3 dranhängen, dann wird's schneller. Wie mal ein kleines Ameisenvolk, was ist so der Ligier hier? Das ist so cool. Macht so viel Spaß, das sagst du euch. Ist noch. Das Game wird ja noch ganz hart werden, aber es ist ein bisschen gelernt, so. Was können die Dinger wieder nicht gesettet drauf? Nein, bleibt ihr doch oben. 2, 3, 4, 5. So, das Ding ist super duper wichtig jetzt gleich. Also ich bin mal sehr gespannt. Und immer herkommen. Hat die beinahe nicht mal erkannt, die Pikmin hier. Es gibt zu essen, ey. So. Hier kommt mal das Ding hier wegreißen. Super, jetzt habt ihr es. Ihr tut das nicht einfach nur hier so rum. Oder helft ihr mal mit. Boah, das ist ja ganz schön heftig, aber die schaffen's. Perfekt, jetzt haben wir hier mal die Topfpflanze weggeräumt und dann da werden wir auch gleich einfach mal lang gehen und viel mehr ich jetzt hier gerade nicht. Okay, das Ding ist hochgeklappt, das heißt, die kann man auch nicht benutzen, so gut durch. So, jetzt gehen wir erstmal zur Base zurück und schauen nämlich, was aus dieser Knolle geworden ist. Die Pikmin optimal sind gerade noch fleißig so. Ja, oder so sieht man es dann direkt. Du kannst jetzt 10 Pikmin mehr mitnehmen, damit sollte es erkunden um einiges schneller vorangehen. Ja, Gott sei Dank. Und ich hoffe, dass es 10 gelbe Pikmin sind. Dies wäre zumindest mal sehr schön. Sieh mal an, es ist bald zu einem Tag vorbei. Geht ja doch hier viel schneller, als wenn man irgendwie mal random in der Höhle ist. So. Ui, hier gibt es auch wieder mehr. Da kommt die auch mal wieder alle her und jetzt will ich mal neue Pikmin. Ach nee, ich kann 40 Stück hinzufügen, aber immer nur noch meine selbe Anzahl an Gelben. Das ist sehr belastend. Dann tue ich die wieder auf 2 runter reduzieren, aber nehme halt an sonstigen. Natürlich rote mit, weil die gibt es ja am meisten. Ich halt insgesamt dann trotzdem meine 40 Stück habe. Gut, die bringt auch noch was zurück. Was wir generell auch machen, haben wir der ganze Rest. Wenn man pickt, wenn. Ich bin hin, irgendwie fehlen mir gerade 2. Perfekt. Schauen wir gleich mal, wo die sind. So, 2 kommen wir jetzt erstmal noch hier mit. Ich müsste gleich auch auf Suche nach den anderen beiden gehen, aber erstmal warte, bis die das mal zurückgebracht haben. Ich will ja nicht nochmal Pikmin verlieren, als unbedingt nötig wäre. Boah, wo sind denn die anderen beiden Pikmin? Das ist halt erst eine gute Frage. Sagen wir mal einfach nochmal dahin, wo wir hergekommen sind. Vielleicht. Ja. Sind sie da ja irgendwo? Man weiß es nicht. Man sieht ja halt nirgends aus von den anderen beiden Pikmin, aber wo sind denn die? Was sind das, die gestorben sind? Es reizt halt echt nicht, wo die hin sind. Lol. Was die noch finden werde ich weiß nicht, zumal ja, weil es noch wieder Abend ist, ne? Naja. Machen wir im nächsten Part weiter, liebe Leute. Im nächsten Part suchen wir die fehlenden Pikmin und im nächsten Part werden wir dann auch schauen, was wir jetzt nämlich gerade wildes Neues hier
entdeckt haben. Weil komm jetzt eh bald Nacht, dann kann ich den Tag auch noch zu Ende machen. Bevor es weit ist, dann suche ich. Ich glaube, das wird eh nur noch die Pigment suchen müssen. So, es wird aber vor allem mal hier runtergehen, weil ich glaube, das ist einfach eine Abkürzung. Habe ich hier nicht gerade Pigment irgendwo gehört? Hab ich hier gerade irgendwas gehört? Das ist dumm. Ja, wo es wie gesagt, man kann ja nicht immer alle retten. Wenn es ja wirklich verloren gehen sollten, dann wäre es jetzt halt so. Z-Life, aber es ist halt, ne? Wenn die meinen, irgendwie kurz machen zu müssen, muss man jetzt mit meinen Pigment zurückkommen. Das sehr, sehr, sehr schnell. Bin ich ja fast zu spät dran. Ja, keine Ahnung, was weiß ich, wo die anderen beiden Pigment sind. Okay, okay, zwei werden draufgehen, aber es ist okay. Da können wir jetzt auch nichts mehr ändern und so weiter. Kann ich so noch absetzen und warten, bis wirklich Nacht ist. Das ist das Traurige daran. Aber wir sind tatsächlich auch in diesem Part doch durchs Außen weitergekommen, muss man schon sagen. Amin Ozin kann swimmen. Wir haben einen neuen Weg gefunden. Und wir können hier mehr Pigment mitnehmen. Das ist gut, aber ich glaube, das sind auch Sachen, die werden wir eh bald brauchen. So, die letzten Sekunden. Vier, drei, zwei, eins. Und das ist halt für die Bemessung, wenn es drin ist, wäre man am Arsch. Ja, sei leider verloren, aber was ist das halt? Das ist sehr traurig, wenn man das einfach auch noch sieht, wie die Armen sein Pigment kaputt gehen. Aber weißt du, jetzt kommen die da halt an, der ist zu spät, da kann man denen auch nicht mehr helfen. So Leute. Also, Expedition beenden. Im nächsten Part geht weiter. Macht's gut, bis dann. Und so.